Abraham opfert Isaak. Achter Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abrahams Sohn Isaak war schon einige Jahre alt. Da bat Gott Abraham: Nimm deinen Sohn Isaak, geh mit ihm auf einen Berg und verbrenne ihn für mich als Opfer. Es war damals üblich, Tiere zu verbrennen, als Zeichen dafür, dass man Gott mehr wertschätzt als seinen Besitz. Das nannte man Opfer. Abraham nahm seinen Sohn und ging mit ihm auf den Berg. Als sie auf dem Weg zur Bergspitze waren, fragte ihn Isaak: Vater, wir haben zwar Holz dabei und auch etwas zum Anzünden, aber wir haben doch gar kein Tier, das wir opfern können. Gott wird schon dafür sorgen, erwiderte Abraham. An der Stelle für das Opfer angekommen, baute Abraham aus Steinen einen sogenannten Altar, der für das Opfer verwendet wurde. Dann fesselte er Isaak und legte ihn auf den Altar. Er wollte ihn gerade mit einem Messer töten, da hörte er eine Stimme aus dem Himmel: Abraham, töte Isaak nicht! Ich habe gesehen, dass du mich so sehr liebst, dass du sogar bereit warst, deinen eigenen Sohn für mich aufzugeben. Dafür werde ich dich reich beschenken und dir viele Nachkommen geben. Da sahen sie einen Schafbock in der Nähe, den sie statt Isaak auf dem Altar für Gott opferten.